Zu-Fraktion das Wort. Vor zwei Tagen war der Internationale Tag der älteren Menschen. Meine sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Statistische Bundesamt hat dies zum Anlass genommen, Zahlen zur erwerbstätigen Quote der 65- bis 69-Jährigen zu veröffentlichen. Die Quote hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Verdoppelt. Jeder siebte der 65- bis 69-Jährigen geht inzwischen einer Erwerbstätigkeit nach. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Offenbar will Deutschlands Generation 65 plus das Arbeiten nicht lassen. Und diese Entwicklung dürfte weniger damit zu tun haben, dass die Menschen neben ihrer Rente arbeiten müssen, sondern ganz überwiegend damit, dass sie arbeiten wollen. Und natürlich ist der ein oder andere Senior sicherlich alles andere als in einer komfortablen Lage, Herr Kollege. Und deswegen müssen sie zum Teil auch verdienen, um über die Runden zu kommen. Aber für die neue Generation der tüchtigen Rentner ist das Müssen nicht der vornehmliche Grund. Das zeigt beispielsweise ein Blick auf die Tatsache, dass die Neigung zur Arbeit sprunghaft dann steigt, wenn die Berufsqualifikation eine hohe ist im Vergleich zu denjenigen, die ohne abgeschlossene Berufsausbildung dastehen. Also Vermeidung von Armut ist sicherlich nicht die alleinige und ausschließliche Triebfaktor in diesem Bereich. Und auch der Schaukelstuhl mag für viele vielleicht auch nicht die Lebensperspektive sein, die sie sich im Alter jedenfalls ausschließlich vorgestellt haben. Deshalb sind andere Motivationen ursächlich: Freude an der Arbeit, Kontakt zu anderen Menschen, sich geistig und körperlich fit zu halten, natürlich auch einen Zuverdienst zu haben, um sich die ein oder andere Annehmlichkeit leisten zu können. Also Motivationen, die es nicht zu kritisieren gilt, sondern ganz im Gegenteil zu unterstützen. Und wir sollten den Spaß und die Freude an der Arbeit nicht hier Steine in den Weg legen, sondern vielmehr Anreize schaffen, dass ein Leben und ein Arbeiten im Alter tatsächlich noch besser werden wird. Wir wollen Anreize setzen, damit Menschen, die es wollen, länger arbeiten. Und das ist die Philosophie des Flexibonus, den wir als Union in die Verhandlungen eingeführt haben und mit dem wir an die vor 2 Jahren auch beschlossenen Erleichterungen bei befristeten Arbeitsverträgen nach der Regelaltersgrenze auch anknüpfen. Mit dem Flexibonus schaffen wir für Rentner jenseits der Regelaltersgrenze die Möglichkeiten, ihre Rente aufzustocken, mehr in der Tasche zu haben. In Zukunft kann der isolierte Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung künftig aktiviert werden. Heute zahlen die Arbeitgeber die Beiträge ausschließlich in die Rentenkasse. Damit machen wir Schluss. Das ist künftig anders, wenn der Arbeitnehmer es wünscht. Und der isolierte Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung entfällt gleichfalls, befristet auf 5 Jahre. Die Entfristung bleibt dabei unser Ziel. Und damit entlasten wir die Wirtschaft. Und das ist auch kein schlechtes Ziel. Ganz im Gegenteil, da wird ja oftmals das Wettbewerbsargument herangeführt, das jedoch längst überholt ist. Wir müssen den Arbeitsmarkt nicht vor den älteren Arbeitnehmern schützen. Ganz im Gegenteil, wir müssen vielmehr darauf achten, dass diejenigen, die ältere Arbeitnehmer sind, dass sie auch gebraucht werden und dafür umgesetzt, umgekehrt auch die notwendigen Anreize setzen, dass dies passiert. Und das ist der Paradigmenwechsel, den wir mit dem Flexibonus machen, ein klares Signal, dass sich längeres Arbeiten künftig deutlich mehr lohnt. Und genau daran arbeiten wir als Union, diesen Paradigmenwechsel noch stärker herauszuarbeiten und als klares Signal durchzuweben in all den Dingen, die wir uns vorgenommen haben. Und auch das Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze wollen wir deutlich verbessern. Wir wollen echte, flexible Übergänge in den Ruhestand. Wir wollen Teilzeitarbeit und Teilrenten besser als heute miteinander verzahnen. Heute gibt es lediglich einige wenige tausend Teilrentner. Und das ganz überwiegend aus Versehen heraus, weil die Betroffenen einige Euro über den starren Hinzuverdienstgrenzen liegen und ein Teil ihrer Rente dann wegfällt. Und das wollen wir ändern. Künftig soll es keine zufälligen Teilrenten mehr geben, sondern Teilrenten, für die sich die Betroffenen ganz bewusst entschieden haben.
Und dazu vereinfachen wir das geltende Hinzuverdienstrecht. Anstelle von starren Stufen gilt zukünftig eine flexible Anrechnungsregelung. Ich halte das für gut, denn sie ist gerecht, sie ist transparent. Und mit einer Obergrenze sorgen wir auch dafür, dass es nicht zu Überversorgung in diesen Bereichen kommt. Und im Übrigen auch ist es ein Beitrag zur Entbürokratisierung. Viele haben darüber jahrelang geredet. Wir als Union, als diese Koalition machen dies. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist auch noch ganz wichtig zu betonen, dass wir auch keine falschen Rezepten folgen. Falsche Rezepte, die lauten, wir machen eine Teilrente ab 60 oder ein Arbeitssicherungsgeld oder vieles mehr, sondern wir müssen vielmehr dafür sorgen, dass die Menschen gesund bleiben und länger im Erwerbsleben verbleiben können. Und dazu haben wir jetzt als Koalition ein ganzes Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht, die vor allem durch die medizinische und berufliche Rehabilitation hier deutlich in den Blick nehmen will, dass wir den Eintritt in die Erwerbsminderungsrente vermeiden wollen. Auch hier gilt, wir sind diejenige Koalition, die die Erwerbsminderungsrenten spürbar verbessert haben. Und insofern setzen wir hier mit unserem Maßnahmenbündel entsprechend an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass dieser vorliegende Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen ausgearbeitet haben, ein guter ist, der die wesentlichen Zielrichtungen in den Blick nimmt, insbesondere denjenigen, die länger arbeiten wollen, flexibler Übergänge in den Ruhestand organisieren zu können. Das ist genau die Zielrichtung, um die es geht. Und vor diesem Hintergrund lassen Sie uns weiter daran arbeiten, dass diese Zielrichtung verstetigt wird. Ich glaube, diese ist richtig. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt erhält die Kollegin Dagmar Schmidt, SPD-Fraktion, das Wort.